Hallo, willkommen zurück zu WoW. Haha. Ist ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wir waren bei der Bootsfahrt, ne? Moment. Ach so, und ich habe Post bekommen, sehe ich gerade. Ich habe sowieso ein bisschen Post in der Zwischen. Ah, haha. Yay. Dankeschön an Queen, ja, für das Fernrohr. Danke. Juhu, ich habe ein Fernrohr. Und dann habe ich noch von Ranas ein Kasten mit einem mechanischen Eichhörnchen bekommen. Das habe ich extra noch drin gelassen, damit ich das nicht vergesse. Ich danke dir recht herzlich. Oder danke euch in dem Sinne. Das finde ich lieb. Das ist ja cool. Yep, das gefällt mir. Das hat was. Hält die Elfe schon sauer. Nee, gefällt mir wirklich. Das ist sehr, sehr cool. Und warum hakt es jetzt gerade so? Das Spiel freut sich so sehr. So, auf das Pferd, denn wir haben ein Pferd. Ich darf es nicht vergessen, dass ich einen Gaul habe. Und ich habe mal meine Waffen zwischendurch getauscht. Ich habe zwei verzauberte Dolche, wie man sehen kann. Die waren eigentlich für meinen Rogue gedacht, aber da sie Treffsicherheit und Crit-Wertung haben, wenn ich mich zumindest nicht ganz irre, dann ist das auch nicht ganz falsch, wenn ich sie dem Jäger gebe. Das finde ich echt cool. Oh, das Wasser ist so schön. Es ist so cool gemacht. Leinen los, Messner. Der hat coole Klamotten. Ja, danke. Oh mein Gott, das nenne ich mal einen Motor. Geil. Kamehameha! Das ist lustig. Das ist ja cool. Warum kann ich sowas nicht? Mein Mensch kann das nicht so. Und ich möchte gerne seine Klamotten haben. Und hier, der hier sieht aus wie Ronny. Egal. Irgendwie sitze ich hier mit lauter Langhaarigen im Boot. Lauter Hippies. Sind das die vier von vorhin? Ich weiß es gar nicht. Von vorhin ist gut. Für euch ist es vorhin. Für mich dauert es ein bisschen länger her. Ja, epic. Jetzt haben sie mich einfach rausgeschmissen. Oh cool, noch ein Flugpunkt, okay. Auf jeden Fall ziemlich cool und ziemlich nett gemacht. Ehre dem König, Freund. Der König kann mich mal kreuzweise, egal. Das Licht segne euch. Jagd auf die Jäger. Geht nach Süden und tötet alle Jäger des Schwarzfels. Okay. Sammelt 8 Matsch. Wirbeldrüsen. Auf gut Deutsch Murlocs töten. Sammelt 5 Blätter und 5 Brocken Fuchskot. Komm, du hier, jetzt wirst du mal gefüttert. Pff, oh Mann, ey. Warum müssen wir in WoW bloß immer Scheiße sammeln? Dü-lü-lü-lü-dü-dü-dü. Nein, Pferd. Pferd, Pferd, Pferd. Nicht vergessen das Pferd. Also ich gehe mal davon, obwohl Matschdingen. Ich sehe gerade, das ist im See. Matsch muss nicht. Ich habe gedacht, das wären Burlocks. Die sind auch matschig. Ja, ich werde angeflüstert, na und? Wow! Okay. Sieht ja sehr interessant aus. Da bringt irgendwas Backup Voice Report. Und ich werde angegriffen. Oh! Pff, aua! Das tat weh. Ach so, das war der zuverlässige. Ich muss mal gucken, was ist was. Oh, das war gut, ey. Naja, ich soll die eh töten. Mucket nix. Was hat der denn da? Sporen an sich oder was? Was habe ich denn hier überhaupt? Arkan ist sofort. Das ist gezielter Schuss. Das ist wieder was anderes. Erschütternder Schuss. Sind die unsichtbar? Ich krieg das irgendwie jetzt gar nicht mit. Ich habe meine Augen zu sehr auf dem Fuchskot. Ich brauche ein Ziel.
Ey, jetzt ist er verschwunden. Okay, er war also tatsächlich, hab mich nicht geirrt. Ja, eine Instanz, gute Frage an sich. Eine Instanz, warum eine Instanz? Also auf die Deathmines, muss ich sagen, habe ich eigentlich keinen Bock, weil die einfach ganz schön lange dauern. Ich sagte ja schon, ich bin eigentlich nicht so ein Riesenfan von Instanzen. Und die Höhlen des Wigglans kotzen mich auch an, obwohl die ja auch kleiner gemacht wurden, sage ich jetzt mal. Laubhaufen dürfen wir auch sammeln. Das machen die ja wahrscheinlich auch gerade. Klar, ich ziehe mir den Laubhaufen über und werde unsichtbar. Ist recht. Gott sei Dank gar nicht mehr nötig zu schießen. Tja, Instanzen, was haben wir denn? Wo ist denn überhaupt das Ding hier? Spezifisch. Wir haben Höhlen des Weglangs, Burg Schattenfang, Tiefschwarze Grotte. Burg Schattenfang wäre ich noch für zu haben. Die Insel mag ich. Hat die sich eigentlich auch verändert? Man muss es sehen. Oh, süß! Eine Fuchswanderung hier. Moment, ja. Hier ist, das gibt's öfter mal mit diesen Füchsen, die hier rumeiern. Da hinten ist schon wieder so ein Grüppchen. Das ist echt niedlich. Ja, wir sammeln Fuchskot. Ugh. Später Nagrand gibt es genau dasselbe, nur sammeln wir da Talbukkot, ist echt köstlich. So, okay, also das Matschzeug ist tatsächlich im See. Was brauche ich noch? Laubhaufen, die mir hier als weggemopst wurden, in Anführungszeichen. Von High-Levelern, was ich ja aufs Kotzen nicht leiden kann. Egal. Sorry, wenn ich gerade nicht allzu viel spreche. Ich muss mich wirklich erstmal so ein bisschen wieder reinfinden. Und überlegen, wie ich das jetzt überhaupt mache. Dum, 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 dum. So, ja. Theoretisch noch in den See gesprungen. Und ja, die ganzen Sachen hole ich mir gleich ab. Und ich habe noch einen Skillpunkt zu vergeben. Tja. Oder. Sobald ihr eure Fähigkeit zu Schuss zweimal hintereinander wirklich. Nee, oder auch nicht. Dachte ich eigentlich, ich bin doch eben gestiegen, oder nicht? Keine Ahnung, egal. Ach ja, alle zwei Level ist das ja. Das ist so viel zu dazu. So viel zu dazu, genau. Was ist das denn? Das sieht ja lustig aus. Das sieht irgendwie, wenn man das jetzt ganz nah, obwohl. Das sind ja sehr nette Fische. Sieht aus wie so eine Hälfte aus Barracuda und Piranha mit so einem Unterkiefer, Himmel her. Ja, das Ding ist, ich habe, was ich jetzt mal so GZ an meinen Fei. Was ich mal nebenbei so erwähnen wollte, es passiert wahrscheinlich noch öfter, dass ich nicht alle Questgebiete durch, beziehungsweise werde ich wahrscheinlich im wenigsten Fall, dass ich die nicht alle durchqueste. Denn mit diesen Waffen, beziehungsweise mit den Klamotten etc. habe ich 20% mehr Erfahrung und werde daher sowieso viel schneller leveln. Soll heißen, ich habe teilweise schon grüne Quests, die mir kaum oder sehr viel weniger Erfahrung geben als wie die gelben oder roten sogar. Wozu soll ich dann also noch in einem Gebiet bleiben? Hat für mich keinerlei Sinn. Ist zwar vielleicht schade, aber ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden mit Quests, die theoretisch kein Mensch mehr braucht. Nur um dann jetzt alles zu zeigen. Das ist ja, weiß nicht. WoW dauert an sich schon lange genug. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, aber ich mache es halt nur mal so.
Das ist eine Geräuschkulisse. Durchnässte Schatzkiste. Schließkiste. Blablabla. Ja, wenn man nur die ersten drei Buchstaben liest, ist man selbst schuld. Oh, was mir gerade einfällt. Ich bin auch so ein Horst. Ich melde gar nicht. Ich meine, ich habe zwar noch weitaus genug Luft, aber... nach oben. Danke. Ich habe überhaupt nicht auf meine Luft geachtet. Meine Güte, also das Luftanhalten ist aber wirklich jetzt unmenschlich lang geworden. Vorher war es vielleicht ein bisschen nervig, weil es zu kurz war, aber jetzt, ich meine, meine Güte, wenn wir jetzt schon so lange atmen, die Untoten müssten ja theoretisch hier 30 Minuten unter Wasser bleiben können. Also es ist echt ein bisschen zu heftig. Ich meine, meine Luft, die ich anhalten kann, das reicht. Ich glaube, das Höchste, was ich hatte, war eine Minute 10 oder 20. Höchstens, allerhöchstens. Das war aber auch nur einmal irgendwie. Aber das hier, wow, gut. Egal. Ist World of Warcraft. Wir versuchen erst gar nicht nach einem Sinn oder einer Logik zu suchen. So. Ich meine, ist gut für uns, aber egal. So, ich hole mal mein Pferdchen, das darf für mich schwimmen. Finde ich geil, dass man für den schwarzen Hengst oder für das schwarze Pferd nicht mehr nach ins Sumpfland muss. Früher gab es die nur im Sumpfland, glaube ich. Auf jeden Fall gab es diese schwarze nicht in Stormwind. Also das ungepanzerte. Oh mein Gott. Warum kann man nicht ein Seepferdchen in Azeroth haben? Das ist zum Kotzen. Ich meine, das ist zwar jetzt ein Spoiler, tut mir echt traurig, aber... Boah. Was lachst du denn da hinten? Ich habe immer noch LTF hier. Der lacht sich schon wieder ein ab da hinten. Tut mir echt traurig, ist überhaupt nicht dein Spruch. Ja, ich schreibe dir gleich mal meinen Namen auf deinen... ist okay. Ihr wollt gar nicht wissen, was er sagt. Ich meine, jetzt wollt ihr es erst recht, aber... egal. Jetzt habe ich ganz vergessen, zurück zu whispern. Ach so, Instanz, ja, Och Mann, das war doch keine Absicht. Ich habe das vergessen. Im Moment... Wenderburg Schattenfang. Sorry, war abgelenkt. Ich habe einfach keinen Bock auf irgendeine andere Insel. So, was haben wir hier? In der Schildhand geführt. Brauche ich sowieso nicht. Sieht aber lustig aus. Das ist Beweglichkeit weniger. Nehmen wir das da, gagweise. Grüße. Okay, Moment. Wir gehen gleich in Burg Schattenfang, sofern wir reinkommen. Ich weiß nicht, wie es momentan so aussieht. So, und jetzt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich gucke nachher nach. Ich lade jetzt erstmal Bekida ein. Lol. Moment. Einladen. Alle Daten. Ich brauche überhaupt keine Daten. Burgschattenfang. Immerhin noch gelb. 16 bis 26. was habe ich denn da auf dem Rücken? Gar nicht gemacht. Was ist denn das? Das ist ja lustig. Ah ja. Schon wieder ein Bimbo. Oha. Wie viele Quests hast du im Rotkammgebirge schon? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie nur noch dieses hier. Moment. Party, ich habe nur noch... Nee, Moment. Ich habe im Moment nur so rum. Ich
schnell sicher, dass wir immer getarnt sind, die Orks, etc., etc. Aura der Konzentration? Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, ja, ein Paladin. Ich wollte gerade sagen, Himmel. Das Ding auf der Lego-Klotz hier ist krass. Ja, du kannst mitquesten. aktiviert. Team Bravo. Benutzt Hubble die Bobs. Moment. Okay. Marschgepäck im Moment Bravo aus zur Deaktivierung. Moment. Ablenkung. Ich hätte mir vielleicht doch durchlesen sollen, was ich überhaupt machen soll. Ich soll wohl irgendwo reinschleichen, so wie es aussieht. Und das hält jetzt 10 Minuten lang. Ah ja. Jetzt darf ich hier die ganze Zeit schleichen, oder wie? Was ich geil finde, ich habe Gott sei Dank keine Verschlechterung meines Tempos. Ach ja. Ich möchte einmal im Leben einen Schurken so auf das Level bringen. Ich habe Schurken bislang einfach nie durchgehalten. Ja, wir sind doch getarnt. Eine Ablenkung. Denkt euch eine Ablenkung aus. So ganz fett geschrieben. Winky, Winky mit die Zaunpfahl. Ja. Theoretisch das übliche Schurkenspiel. Das Ding ist, ich finde Schurken, ich weiß nicht, ich hätte super gerne mal einen High-Level-Schurken, aber ich habe irgendwie nicht das Talent für Schurken. Ich bin zu blöd dafür. Ich möchte einmal, wenn es nur so aus Gag oder wenn es nur fürs BG ist, das macht wirklich Spaß, Schurken zu spielen auf dem BG. Da haben LTF und ich auch richtig lustige Erlebnisse gehabt. Also in puncto metzelt mal wirklich jeden Rotz nieder, der da ankommt. Zwei Schurken, die an der Fahne warten, das ist schon ganz lustig. Jetzt haben sie den Dödel wohl entdeckt. Ja, ich würde gerne raus. Hallo, danke. Tier heilen, Moment. Scheiße, mein blödes Vieh kackt gleich ab. Wow, 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 aua. Elite, okay, Kunststück. Oh Mann, du blöde Pissnecke, wieso bist du denn? Ey, Paladin, ne? Wirklich, Paladin-Begleiter, auf die kannst du dich einfach nicht verlassen. Oh, Paladine, Mann, Mann, Mann. Ich wette, ich habe jetzt einfach nur auf irgendwas nicht geachtet. Ja, was ist passiert? Ich bin gekillt worden. Das ist auch so eine saugeile Frage. Wenn ich tot bin, was ist dann wohl passiert? Na, ich hatte mal Lust, den Geistheiler wiederzusehen. Ich habe mich in den verliebt. Diese Quest gibt es. Aber ich bin nicht derjenige, der sie hat. Ich tue nur so. Ja, am besten so ein bisschen weiter weg. Ach, Paladine, ehrlich. Paladin, Paladin, du bist ein dämliches Stück. Egal. Oh Mann. Ich bin gestorben. Blöde Frage, blöde Antwort. So, ich werde mal ganz kurz Schluss machen. Also, einen Schnitt machen, eher gesagt. Mit dem hier mache ich gleich Schluss, blödes Blondchen. Oh, blöder Drache. Und sind gleich wieder da.